es regnet, die Erde wird nass. Oh mein Gott, Leute, habt ihr gerade gesehen, wir haben 15.000 G gekriegt. What is going on? Okay, wir haben gut Geld, würde ich mal sagen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Sehr schön. Was mache ich denn hier? Ich kann nicht mal gerade werfen. Oh, komm, jetzt. Jetzt. Knuddel. Knuddel. So, dass es euch beiden auch gut geht. Ich hoffe, ihr habt beide auch bald beide auch volle Herzen. Das wäre wunderbar. Wir gucken mal in den Tierstatistiken. Ja, dauert noch ein bisschen, aber sieht nicht schlecht aus. Ihr seid auf jeden Fall nicht gestresst. Lisa hat auch schon ein Herz dazu gewonnen. Das ist sehr gut. Und sie ist aber immer noch ein Kalb, ne? Ja, es dauert noch ein bisschen. Dana ist perfekt für den bevorstehenden Schafwettbewerb vorbereitet. Ich denke mal, mit ihr werde ich einen guten Preis gewinnen. Das wird super duper gut. Nein, das will ich schon bauen. Eine Möhre. Wir pflanzen ein Möhrchen an. So, ich weiß nicht, ob die jetzt hier schon fertig sind. Ich glaube, die blühen erst. Ich lasse sie noch ein bisschen. Ich habe Angst, dass ich hier mit einer Sichel zu früh rangehe und dann alles kaputt geht. Gut. Gucke ich jetzt erstmal noch bei den großen Tierchen. Hallöle, ich muss auch wieder mal für euch Futter kaufen. Da habe ich, glaube ich, kaum noch welches. Erstmal hier knuddeln, knuddeln, knuddeln. Betreiten. So. Dann kommt jetzt noch die Bürstenbehandlung. So, beste Wolle und... Na? Ach, süße kleine Lisa. Eines Tages wirst du sehr gute Milch geben, das weiß ich. Wie deine Mama, die der das schon. Lol. XD. So, genau. Danke. Ich muss rankommen. An jene Zitzen. So. Jetzt kann ich, glaube ich, auch bei irgendjemandem... Doch, bei Robin? Nee, bei... Genau, bei Hero. Kann ich ja jetzt hier endlich mal was abgeben. Was mag eigentlich Hero am liebsten? Womit könnte ich denn Hero mal so ein bisschen für mich gewinnen? Das wäre doch super. Wir gucken mal. Hero? Was magst du am meisten? Du magst Karton. Ach, du liebes bisschen. Pennepasta. Onion und Cheese. Das geht eigentlich. Das ist eigentlich... Wenn wir jetzt Zwiebeln hätten, wäre das jetzt eigentlich kein großes Problem. Haben wir aber nicht. Also... Sorry. Du magst Tee ganz viel, ne? Matcha-Tee, Mixed Pickles, Moondrop Flower, Oolong-Tee, Crab. Du Crab, okay. Ja. Ich mach mal ein bisschen Tee einfach. Für Nori und Hiro einfach. Ich weiß gerade gar nicht. Was haben wir denn hier für Teesorten überhaupt? Fruchtsaften. Schwarztee habe ich. Ich weiß nicht, ob er auch Schwarztee mag. Ich kann leider gerade keine, was gibt's denn alles für Tee? Wartet mal, Lager durchsuchen. Ich habe Dose Schwarztee und zwei Döschen Kräutertee. Ich versuche es einfach mal aus den zwei Döschen Kräutertee etwas zu zaubern. Ohne Rezept. Ich bin mal jetzt ganz bold und riskiere es. Yeah, du hast Kräutertee gemacht. Das ist das erste Mal, dass du das gemacht hast. Rezept aufgezeichnet. Gut, dann jetzt nochmal mit Rezept. Machen wir noch einen Kräutertee. Boah, ich habe schon 11 von 52 sonstige Rezepte. Oh Mann. Was sind jetzt hier? Da Kräutertee, da. Nein, hier, Kräutertee. Machen wir nochmal einen Kräutertee. Dann kommen wir mit leckerem Tee einfach mal vorbei. Ja, nö, mir egal, dass du willst. So, okay. Habe ich euch jetzt eigentlich schon alle geknuddelt, ja, ne? Ja, klar, habe ich euch alle schon geknuddelt. Ich habe mich auch schon um alles hier gekümmert. So. Gut, dann würde ich sagen, ne? Wir reiten mal durch die Gegend, gucken uns wieder ein paar Sachen an, die wir eventuell erledigen können. Hat denn irgendjemand Geburtstag? Ich glaube nicht. Das wäre zu krass. Doch! Oh mein Gott, Rose hat Geburtstag, Leute. Lasst alles stehen und liegen. Rose hat Geburtstag. Ich möchte Freunde gewinnen. Und dazu muss ich irgendwie Rose ein bisschen rumkriegen. Sie gehört zu Bluebell. So, geliebte Rose. Dein Lieblingsgericht werde ich bestimmt nicht machen können. Miso Eggplant. Nee, das wird schwierig. Ich habe kein Miso.
Sie mag Bambus, sie mag schwarzen Tee in der Kanne. Also ich kann, wartet mal, das kriege ich irgendwie hin, wartet. Ich nehme einfach mal eine Dose Schwarztee und mache daraus Schwarztee mit Rezept kochen. Und ich glaube, wenn ich damit irgendwie nochmal koche, dann wird das dann Schwarztee in der Kanne. Warte mal, ich mache erstmal normalen Schwarztee. Ja. The Cookbook. Jetzt gucke ich mal, wie ich. Wie ich Schwarztee in der Kanne machen kann. So, Schwarztee. Es ist das erste Mal, dass du das gemacht hast. Rezept aufgezeichnet. Aber ich hatte es doch eh schon dabei. Egal. Das muss ich ganz kurz mal gucken. Ice Cream, Donut, Udon, Rice Balls, Spaghetti, Curry, Seaweed, Tofu, Tempura. Wo ist denn jetzt hier? Bloder lustige schwarze Tee. Hier ist gar kein schwarzer Tee dabei. Wie mache ich den schwarzen Tee in der Kanne? Ich habe keine Ahnung, wie ich schwarzen Tee in der Kanne mache. Aber sie möchte doch schwarzen Tee in der Kanne. Was mache ich denn, wenn ich nicht weiß, wie ich schwarzen Tee. Ich will nichts falsch machen, versteht ihr? So, ich gucke nochmal ganz kurz. Cooking. Jetzt gucke ich mal bei allen Rezepten. Das gar nicht heißt schwarzer Tee in im Englischen Black Tea. Ich weiß nicht, wie man schwarzen. Da. Wie kann ich denn? Wie kann ich denn Black Tea in der Can machen? Bist du Black? Du bist einfach. Wie mache ich denn Black Tea in der Can? In der Kanne. Ich habe keine Ahnung. Also ich kann durch Kochen hier Sachen im Glas machen. Vielleicht gucke ich mir das einfach mal ab. Roswein, Pott. Ich riskiere es mal. Ich probiere jetzt mal rum. Wartet mal. Ohne Rezept. Jetzt nehme ich mal diesen schwarzen Tee in den Topf und gucke, was passiert. Du hast Fehlschlag gemacht. Geil! Wie mache ich denn Black Tea in der Can? Mann! Nein, ich durchsuche hier gerade mal alles. Gibt's nicht. Ist das jetzt hier Black Tea in der Can? Ach, die meinen bestimmt mit Black Tea in der Can, dass das einfach schon nicht. Also, dass das einfach. Was mache ich denn hier so viel stark? Dass das nicht hier die Dose. Oh Gott, da mag sie, man hier mit Black Tea Can eine Dose Schwarztee. Eine Dose ist ja eine Can, oder? Wisst ihr was? Ich schenke jetzt der netten Dame einfach mal eine Dose Schwarztee und hoffe aufs Beste. Ich mache das hier psychisch zu fertig. Okay, wir gucken mal. Wo habe ich jetzt mein Pferd gelassen? Bist du noch drin, Masao? Masao, da. Yippie! Los geht's. Mal gucken, ob mein Geschenk dir gefällt. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte es vielleicht vorher mal testen sollen. Liebe Rose, sei mir nicht böse, wenn ich dir nur Müll schenke. Ich habe keine Ahnung. Ich bin traurig. So, okay. Rose. Erstmal gucke ich hier ganz kurz. Hallo, Jessica. Was hast du denn für Tiere? Küken, Kalb, Kuh, Lamm, Schaf. Gute Auswahl heute, aber nein, danke. Ich überlege gerade, ich wollte mal auch wieder normales Futter kaufen. Da willkommen in Jessicas Viehhandlung. Ja, nehmen wir mal ein bisschen normales Futter. Es kostet 60 G. Nehme ich mal, keine Ahnung, 10 Stück. Macht 600 G. Toll, danke. Go, okay, komm jederzeit wieder vorbei. Können wir mal ganz kurz privat reden. Hallo? Ah, es hat zwei offene Blüten. Das macht mich sehr glücklich. Schattenlibelle, Riesenlaub, Frosch, Ruhr, Kopfgrille, Baumnymphe. Möchtest du einen Falter haben? Oh, danke, das werde ich meinem Bruder zeigen. Ach, die süße Kleine. So, wo ist denn dein Bruder überhaupt? Da, hi. Du stehst hier draußen alleine mit Regenschirm. Das ist doch.
Ja, traurig. So, Rose. 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 Da. Hallo Rose. Ich hoffe, ich mache das richtig. Yume. Du siehst gut aus. Habe viel Spaß heute. Nein, 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 nein. Ich habe den Auftrag reden. Ein Geburtstagsgeschenk und so ein liebliches Geschenk für eine alte Frau. Oh, danke dir, Liebes. Nein, ich will immer noch nicht über den Auftrag reden, aber danke. So, ich sehe schon, ich bin gut im Einschleimen, aber immer noch nur eine einzige Blüte bei ihr. Naja, langsam geht's voran, irgendwie. Wir werden schon sehen. Es gibt keinen Auftrag am schwarzen Brett. Jeder ist glücklich. Was mich wiederum unglücklich macht, weil ich dann keine Aufgabe habe. Oh, hi. Na? Hey da, Yume! Viel Glück bei der Arbeit. Ja, danke. Cool. So, ich überlege aber. Das Ei kann ich auch ein andermal rüberbringen. Ich muss jetzt, denke ich mal, nicht extra nach Konohana heute wegen dem Ei, wenn ich ehrlich bin. Da bin ich doch ein bisschen zu faul. Hallo, Yume, wie steht's? Hi, was macht die Arbeit? Ach ja, die kann ich schon wieder was schenken, denke ich. Ich denke, das wird dir gut gefallen. Dann gucken wir mal, was habe ich denn hier so? Wühl, wühl, wühl. So, mal gucken, ob Lainey auch Minze mag. Lainey ist weg, toll, aber hier für dich. Ah, ist das für mich? Ehrlich? Wow, das ist so lieb von dir. Danke. So bin ich halt. Heleni, magst du auch Minze? Ist das eins meiner. Das ist eines meiner liebsten Dinge. Danke, das macht mich sehr glücklich. So bin ich. Wenn ich einmal hier bin, noch kurz mit Howard reden. Alles, was ich backe, ist lecker. Mein Vater ist ein toller Koch. Ist das dein Vater? Ich weiß es nicht. Ich kann ja mal gucken. Wartet mal. Activities. Event, People, Bluebell, Howard. What? What? Du bist der Vater von Lainey? Okay, cool. Ich bin da mal weg. Hier ist was los, Leute. Hier ist was los, um Himmels Willen. Oh, hallo Eileen. Oh, Yumi, hallo. Ach so, dann lass mich mal die Arbeit zu Ende bringen. Ja, mach das. Okay, aber wir haben jetzt eigentlich so gut wie gar nichts mehr weiter zu tun, würde ich sagen. Upsi. Daisy. Wann steht denn das nächste größere Event an? Kalender anzeigen. Das ist Tierfest. Das dauert noch 2 Tage. Ich denke mal, ich werde 2 Tage ein bisschen offscreen spielen. Glaube ich. Und dann sehen wir uns einfach zum Tierfest wieder. Ich denke mal, das ist das Beste, was wir machen können. Aber die Folge geht noch ein bisschen. Sofern ich ja auch noch gießen muss und alles. Deswegen würde ich sehr gehen. Wir gehen noch ein wenig in den Wald und gucken, ob wir interessante Dinge finden. Und dann verabschiede ich mich bei euch. Und dann gucken wir, ob Dana es mit anderen Hühnern aufnehmen kann. Ich denke, sie kann es. Sie hat nämlich volle Zuneigung. Ich denke, ich habe mich gut um sie gekümmert. Die letzten Monate. Oh, noch eine Merkrunde. Sehr gut. Da sollte ich mal langsam von Mikael wieder ein bisschen Sashimi zaubern. Aber ich denke, ich mal auch gleich. Hallo. Hallo, mir geht es heute nicht gut. Ich glaube, mein Essen war schlecht. Der eine schläft immer schlecht, der andere da ist schlecht. Ich sehe schon, ihr habt hier ganz elementare Probleme in eurem Leben. Oh, mein elementarstes Problem ist, dass ich andauernd hier irgendwelche Bälle aus dem Teich hier. Ich weiß nicht, warum sind hier so viele Bälle drin? Ist hier irgendwie ein Tennisplatz oder ein Golfplatz oder sowas in der Nähe? Ich meine, das ist ja schon eine ungewöhnlich hohe Ball, Stiefel, Fischgräten, Fischratio hier. Das geht ja gar nicht. Probier es nochmal. Da sind keine Fischis mehr. Na gut. Dann halt nicht. Dann mache ich ein bisschen Sashimi für Mikael. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo er ist, aber wenn er mir dann das nächste Mal vom Weg läuft, werde ich ihn mit wohligen Geschenken überraschen können und ihn dann hoffentlich, ja, nett mir gegenüber stimmen.
Das wäre super. Wir gucken mal. So, machen wir ein bisschen Sashimi. Mit Rezept kochen wir. Scheiße, schon lange auch keine Inspiration mehr, fällt mir gerade so auf. Ich koche und koche immer und kriege keine Inspiration. Das ist ein bisschen traurig. Das Sashimi. So, fangen wir mal an, ne? So, ja, natürlich ist es etwa gleich. Haben noch nicht viel geändert. So, und dann machen wir nochmal was Sashimi. So. Krippel-Sandwich, Grill-Aubergine, Sashimi. Noch einmal bitte. Sashimi, bitte. Yay, du hast Sashimi gemacht. Natürlich etwa gleich. Nein, nein, muss nicht geändert werden. Ist eigentlich schon mal egal, was ich mache. So. Habe ich noch irgendwas für Sashimi? Da? Ich glaube nicht. Aus dem Shishamo kann ich bestimmt auch noch was machen. Also so kochmäßig. Muss ich mal gucken, wenigstens anbraten oder so etwas. Gucken wir mal. Okay, gut. Dann würde ich sagen, da beende... Warum ist jetzt hier nur ein Huhn draußen? Warum bist du drin? Ach so, ja stimmt, weil es da geregnet hat. Natürlich. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, you may let's play Harvest Moon und die Geschichten zweier Städte. Bye!